Aber wir beobachten natürlich schon, dass die AfD oder Teile der AfD erheblich dazu beitragen, eben auch Extremismus zu fördern in Deutschland, Hass, Hetze verbreiten. Der Rechtsextremismus bekommt Teile seiner Ideologie eben auch aus diesem Umfeld. Und indem eben aus Teilen dieser Partei heraus auch russische Narrative weitergegeben werden, weitergesteuert werden, ist es gleichzeitig eben auch, trägt das dazu bei, dass Rechtsextremismus in Deutschland expandieren kann und auch in diesen Kreisen dann eben Putins Lied gesungen wird. Und natürlich versucht ein Land wie Russland, die deutsche Demokratie zu destabilisieren. Und wenn dort erkannt wird, dass es eben Stimmungen gibt im Land, die zu einer Spaltung führen können, dann werden solche Stimmungen unterstützt. Und dann sehen wir eine ganze Menge an Maßnahmen, die ergriffen werden. All das sind dann Themen, die genutzt werden, um bestimmte Narrative zu verbreiten, den Eindruck zu vermitteln, der Staat beherrscht eben bestimmte Szenarien nicht hinreichend und deshalb muss dieser Staat überwunden werden.